Sounddesign ist in Videospielen die vielleicht am meisten unterschätzte Kunst. Dabei gibt es so viele Spiele, bei denen die Sounddesigner allerlei Strapazen auf sich nahmen, um am Ende genau den richtigen Ton zu treffen. Hier kommen 5 Titel, die uns mit besonders ausgefeiltem Sound aufgefallen sind. Wenn wir über Sounddesign sprechen, dann kommen wir natürlich zuerst einmal auf das Horrorgenre. Für eine richtige Gruselatmosphäre ist eine fesselnde Audiokulisse unerlässlich. Besonders gut gelungen ist diese im ersten Teil der Dead Space-Reihe. Während Umgebungsgeräusche und Musik in den meisten Titeln verschiedene Soundlayer sind, verschmelzen sie in Dead Space zu einer einzigen Horrorkulisse. Dabei nutzt das Spiel immer wieder laute Hintergrundgeräusche, die von vermeintlichen Bedrohungen zeugen, selbst wenn diese eigentlich gar nicht da sind. Wir können uns als Spieler so aber nie wirklich sicher fühlen. Besonders interessant ist der dynamische Soundaufbau vor Jumpscare-Momenten. Anstatt dass einfach ein bestimmter Soundaufbau ausgelöst und abgespielt wird, passt sich dieser Build-Up dynamisch an die Spielerposition an. Bleiben wir stehen, bleibt auch der Build-Up auf dem gleichen Level. Gehen wir zurück, ist auch der Build-Up rückläufig. Faszinierend. Als im Jahre 2010 immer mehr Leute auf ein Surround-System aufgerüstet hatten, war es an den Spielen zu beweisen, dass man genauso bombastische Soundkulissen schaffen konnte, wie es Kinofilme taten. Natürlich war eine bombastische Kriegsreihe wie Battlefield wie geschaffen dafür, es ordentlich krachen zu lassen. Battlefield Bad Company 2 machte dabei in genanntem Jahr den größten Schritt nach vorne. Es krachte und rumste von allen Seiten und wir fühlten uns wie auf einem echten Schlachtfeld. Auch die Befehlsrufe unserer Squad-Kollegen und Gegner fügten sich super in die dichte Kulisse ein. Auch heute gehört Battlefield 1 mit seinem echten 3D-Sound sicher zu den beeindruckendsten Titeln, aber ich werde Bad Company 2 für sein Sounderlebnis von 2010 niemals vergessen. Guter Sound heißt nicht immer realitätsgetreuer Sound. In Oddworld: Abe's Odyssey werden wir in eine Alien-Welt geworfen, die mit ihren zahlreichen Kreaturen natürlich ganz anders klingt, als wir es kennen. Und gerade deswegen so einzigartig ist. In Abe's Odyssey wurde akribisch darauf geachtet, dass jeder Gegner und jede Aktion seinen ganz eigenen Sound hat. Das Kuriose: Im Jahr 2011 machte der blinde Spieler Terry Garrett auf sich aufmerksam, denn er spielte Abe's Odyssey komplett durch. Blind. Auf die Frage, wie er das gemacht habe, verwies er auf das fantastische Sounddesign. Jede Aktion im Spiel könne gehört und klar identifiziert werden. Die Präsenz von wichtigen Monstern und Zielen wird sogar schon mehrere Spielbereiche im Voraus subtil angedeutet. Für diese Story hat Oddworld den Platz auf dieser Liste verdient. Half-Life 2 ist Referenz in vielen Kategorien und Sound gehört definitiv dazu. Kein einziges Element in Half-Lifes Soundkulisse ist einfach nur da. Jedes Geräusch hat eine ganz klare Funktion für Gameplay und Narrative. Die Todesschreie der Combine-Soldaten zum Beispiel sind gefolgt von befehlenden Funksprüchen, sodass der Befriedigung des Kills immer eine Erinnerung daran folgt, dass wir hier nur einen winzigen kleinen Teil eines allgegenwärtigen, übermächtigen Feindes ausgeschaltet haben.
Dazu die perfekt passenden Geräusche aller Gegnertypen, allen voran die der Headcrab-Zombies, dessen Gröhlen, wenn wir es rückwärts abspielen, sich sogar als verzweifelte Hilfeschreie der in ihrem eigenen Körper gefangenen, grausam leidenden Menschen entpuppt. Angsteinflößend. Während Dead Space wohl eher in die Kategorie des Horror-Shooters fällt, ist Alien Isolation erbarmungsloser Survival-Horror. Das namensgebende Alien können wir mit den ultraseltenen Waffen nur vorübergehend vertreiben. Für den Großteil des Spiels sind wir hilflose Beute und müssen hoffen, nicht entdeckt zu werden. Dabei spielt der Sound eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Rolle. Das durch Rohre und Luftschächte kriechende Alien kündigt sich nämlich in der Regel vorher an, wenn wir ganz aufmerksam zuhören. Auf der anderen Seite reagiert das Alien auch extrem empfindlich auf unsere Geräusche. Wenn wir also in einem Spind versteckt sind, während das gruselige Kultvieh vorbeizieht, dann halten wir besser den Atem an und bewegen uns auch sonst nicht, denn in Alien Isolation kann schon der leiseste Sound unseren Tod bedeuten. Das waren 5 Spiele mit dem unserer Meinung nach bestem Sounddesign. Was bedeutet denn für euch guter Sound und welche Titel sind euch da besonders aufgefallen? Ich freue mich auf eure Kommentare. Euer Jules.